Willkommen zurück zum allerbesten Spiel auf der großen, weiten Welt mit meinem wunderschönen, eleganten, geschmeidigen, feuchten Freund Quantum. Hi. Wieso feucht? Mann, du siehst so geil aus. Nicht feucht. Dein Schweiß unter dieser Rüstung, oh, ich würde dich ablecken jetzt. Riechst du's? So männlich, dicht hier. So unheimlich männlich. Guck mal, ich bin auch angezogen. Irgendjemand hat mich im Schlaf angezogen. Ich glaube auch öfters ausgezogen wahrscheinlich. Also ich wurde im Schlaf geschändet und vergewaltigt. Ich war einen Tag nicht da. Muss dieses Wort immer wieder in jedem Part auftauchen? Geschändet? Lass es. Einen. Welches Wort? Ach, vergewaltigt. Ach ja. Das ist mein Markenzeichen. So, also. Hier hat sich einiges verändert. Wie man sieht, die neue Farbe ist schwarz und lila. Wobei schwarz ja eigentlich gar keine Farbe ist. Aber lila schon. Rennst du hier gerade elegant? Okay. Wieso bin ich nackt? Nee, du rennst gegen die Wand. Nein, ich bewege mich hier gerade total sportlich durch die Gänge. Nope. Schlürfe ein wenig Wasser und genieße das Rockeln. Jetzt. Ja, die Server spinnen ein bisschen. Mit dem neuen Update gab es auch neuen Content. Und zwar ein Gorilla, ein Menschenaffe. Und dieser Affe hat das Spiel ein bisschen zerstört. Und heute werden wir, Quantum und meine Wenigkeit, gemeinsam auf Menschenaffenjagd gehen. Right? Righty right, hoffentlich finden wir einen. Die Viecher sind irgendwie ziemlich selten, glaube ich. Ja, die sollen extrem selten sein, aber sie können eine Mütze tragen. Und deswegen will ich so ein Ding haben. Nur wegen der Mütze? Nur wegen der Mütze. Und sie können, glaube ich, selber Sachen ernten, Beeren ernten. Waren es Holzfäller und Minenarbeiter? Ich weiß es nicht. Wäre schön. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Was ist das für eine abgefuckte Festung? Die Leute haben einfach viel zu viel Freizeit. Und was wird das hier? Was? Wo? Hier draußen. Hier wird irgendwas total Krankes, Verrücktes gebaut. Ich habe keine Ahnung, was hier gebaut wird. Ich weiß nicht. Ihr habt zu viel Freizeit. Der Liebesplatz für uns beide. Oder eine Todesarena für die Dinos. Ah, ich will diese Tür zumachen. Quantum, jetzt mach es zu. Ihr Liebesbote hat nicht ewig Zeit. Kann man nicht eigentlich jetzt auch Dinos färben? War das nicht so? Könnte ich nicht den hier ganz pink machen? Nee, ich glaub noch nicht. Aber es soll kommen, ne? Es soll kommen, dass man die Dinos komplett färben kann. Ja, die werden dann alle pink. Ich glaube, ich mach meinen lila. Mach, was du willst. Ich mag lila, ist eine schöne Farbe. Weißt du, ich bin auch so ein Typ, ich bin so männlich, ich trage auch sehr gerne Flieder. Wo bist du denn jetzt hin, bevor du mich hier vorbeichlichst? Menschenaffen jagen. Ja, welche Richtung? Ich mache es wie... Wie hieß der Film nochmal mit den Menschenaffen? Kong? What? Dieser eine Film. Planet der Affen. Nein, nicht Planet der Affen. Ja, den kenne ich ja. Nein, Kongo? Was, Kongo? Ich weiß es nicht, welche Sachen du auf ominösen Internetzeiten anschaust. Der ist ja schon uralt, 1995. Da warst du noch, naja, selbst da warst du nicht wirklich jung. Da war ich schon 40. Wo sind denn diese Menschenaffen? Ich hab nicht die geringste Idee. Haben wir Granaten? Denn ich habe ja ganz viel Schwarzpulver hergestellt. Wo bist du vielleicht schon wieder? Haben wir, vielleicht aber auch nicht. Ich denke, diese Informationen sind top secret. Bist du da hinten? Brauchen Gehst wir du gerade runter? Ich bin bist du gerade dir, gelandet? Ich. So, du bist hinter mir? Glaube ich. Jetzt sind wir wieder weg. Nein, ich bin ein bisschen tiefer, weil Menschenaffen jagen. Ja, wo können die denn sein? Ja, manche haben Glück beim Hidden Lake. Okay. Gab es öfter Sichtungen oder halt so am Ufer, Landesinneren, Waldrand. Okay, gibt es irgendeine Region, wo man sagen kann, alles klar, so im Norden? Da sind die Menschenaffen unterwegs. Nee, das ist halt random. Schau dir das hier drüben mal an. Schau dir mal diese ganze Horde hier an. What the fuck? Aber nicht von Menschenaffen. Nein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder mehr sogar. Spucken mich direkt an. Richtig aggressiv. Reiß ich häng hier ein bisschen zusammen. Hängst du? Nee. Okay, jetzt geht's wieder. Also wie gesagt, die Server, die leiden gerade so ein bisschen. Die Menschenaffen haben den Markt übernommen. Wow, sind hier viele Dinos. Müssen wir für sie arbeiten. Bald, ja. Planet der Menschenaffen. Planet der Menschenaffen. Schön gesagt.
Aber ich will so einen, weißt du? Ich will unbedingt so einen. Was essen die? Bären? Ich glaube Bären mit Mio-Berries. Berries? Berries? Berry? Oder essen sie Fleisch? Brutale Menschenkilleraffen. Nee. Bären. Und dann pflücken sie Fiber. Und ich habe gehört, man kann ihnen kleine Shotguns geben. Ja, genau. Und Laserwaffen. Und dann fliegen sie in einem Raumschiff über die Insel. Ja, habe ich auch so gehört. Mhm. Aber erst. Ich bin hier gerade mal gelandet. Ausdauer. Ab einem gewissen Level. Oh, fuck! Ich habe ein Insektenproblem. Du musst rette weg mich. Von den Insekten. Rette mich. Ich kann dich nicht retten. Komm runter und rette mich. Nein, das funktioniert nicht. Oh mein Gott, sie töten meinen Dino. Alter, ich komm nicht drauf. Na, du kommst nicht drauf, weil die das Ding lähmen. Dann kann er keine Ausdauer regenerieren. Gott, was sind das für Viecher? Das gibt es doch nicht von einem Level 2 Ameise. Ja, was soll ich machen? Schau sie dir an. Wie unfähig muss man sein. Lande und rette mich. Von einem... Das gibt es doch nicht. Es ist Phantom. Mir fehlen die Worte. Sie machen mich fertig. Oh mein Gott, wie viele sind das? Ich habe hier gerade voll den Todeskampf. Gegen Ameisen? Das waren keine gewöhnlichen Ameisen. Das war eine Gang. Du hast einen Vogel von einem Level 2 Ameise vernichten lassen? Das war eine Gang. Die hatten kleine Stirnbänder und... einer von denen hatte ein Messer. Es ist un... Oh mein Gott. Mir fehlen die Worte. Boah, das war so heftig. Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Mir fehlen die Worte. Hey, der eine hatte ein kleines Sprungmesser und hier war sogar eine Libelle dabei. Was hat eine Libelle bei Ameisen verloren? Da merkst du doch, das war ein organisiertes Ding. Das war organisiert. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll dazu. Umarm mich lieber, ja? Ich bin ziemlich am Ende und traurig. Levels, wow. Hey, jetzt mach kein Drama draus, ja? Das kann jedem mal passieren. Ja. Hast du mal die Horde gesehen, wie viele das waren? Das sind mindestens 4 Stück gewesen, du. Das waren nicht 4 Stück, das waren locker 20. Und wie gesagt, einige hatten kleine Messer dabei. Komm, pick mich. Unten ist ein Affe! Ich flippe aus! Oh, hier oh vorne mein links! Gott. Bigfoot! Sammle ein paar Bären! Aber wie betäuben wir ihn? Nee, nicht betäuben, das ist friedlich. Das ist friedlich. Okay, du musst. Also, Vorsicht. Also Geschenke. Moment, ja, ich bin nervös. Du weißt, ich bringe gerne Dinge um. Ja, du musst also vorsichtig jetzt. Soll ich ihm Drogen geben? Nee, nix. Einfach nur Bären sammeln, dich langsam annähern von hinten. Ey, ja, darauf falle ich nicht zweimal rein. Nein, jetzt hör mir zu. Die sind ziemlich tricky im Moment, glaube ich. Und wenn sie irgendwas pflücken oder so, rennst du hin. Insekten! Jetzt hör mir zu! Was? Die Libelle, die wird dich dann halt töten. Hör mir zu. Wenn sie irgendwas pflücken oder so, geh hin. Wie dieser Thunfisch. Wie Flipper. Moment, aber was soll ich ihnen geben? Wie Flipper füttern. Auf den letzten Slot, die Bären. Du gehst hin, gibst ihnen was. Drücken. Und dann wieder weg. Okay, ich soll einfach hier nehmen und dann renne ich weg. Oder ganz langsam weg. Wo ist er hin? Siehst du ihn? Einfach weg. Ich habe ihn verloren. Ich glaube, der ist baden gegangen und dann gefressen worden. Nee, hier drüben. Okay, ich gehe hin und drück 0. Genau, von hinten. Nähern. Von oder hinten. Wenn er irgendwas einsammelt. Und dann gehst du wieder weg, dann wieder warten, bis er was einsammelt. Warte, ich versteck mich. Weil die werden so schnell aggro sonst. Und dann verlieren sie die komplette Tame-Dings. Steht. Okay, ich schleich mich ran, ja? Aber mach ihn ja nicht nervös. Ich mach ihn überhaupt nicht nervös. Der sieht aus wie du. Vielleicht versteht ihr euch prächtig. Er sieht wirklich ein bisschen aus wie ich, oder? Okay, er hat einen wunderschönen Po. Soll's warte, nicht. Und jetzt? Vorsicht, ganz ruhig. Ich hab ihm was gegeben. Vorsicht, lass ihn beruhigen. Er ist ein bisschen aufgewühlt, weil er dich gesehen hat. Das kann ich mir vorstellen, sowas Schönes wie mich. Hier drüben ist wieder eine Libelle, ich trau den absolut nicht. Du bist eine Jane. Blond und grünäugig. Hatte die blaue oder der fucking Spinner da hinten, hoffentlich kommt er nicht her. Ich versuch's nochmal, ja? Ich glaube, der will noch ein bisschen. Kannst ruhig bleiben. Ja, ich bin ruhig. Guck mal hier. Best Buds. Du kennst mich, ich bin sehr einfühlsam, was Tiere angeht. Sei lieb zu ihm. Ja, ich bin lieb. Wir sind ganz friedlich. Moment. Hat er nichts zum Einsammeln hier, der Typ? Nee, irgendwie hat keine Hobbys. Alles klar. Oh, er nascht. Okay, wie weit ist er? Ich habe keine Ahnung, so weit konnte ich jetzt nicht gucken. Okay. Oh, der Vogel da hinten ist ein Albino. Den hätte ich gerne. Quantum, bitte. Ja, was, bin ich dann Angestellter oder was?
Quantum, der König hätte gerne ein Albino. Du kannst ne. Möchte ich jetzt nicht aussprechen. Hast du Bären? Ja, Moment. Ja, super, eine Beere habe ich. Perfekt. Erntebären. Der hat tolle Füße. Er ist bei ungefähr 10 oder 5%. Okay, ja, das dauert länger hier anscheinend. Pass auf den Vogel auf, nicht, dass da hinten das Benehmen, ja, sonst... keine Panik. Warum vertraue ich dir überhaupt? Du wirst von der Ameise gefressen. Hey, das waren ja wohl... Das war eine ganze Bande, ja? Das war eine ganze Bande brasilianischer Kampfameisen, die auch eine Ausbildung hatten für sowas. Und die waren, das kann mir keiner erzählen, die waren geübt. Weißt du, das haben die nicht zum ersten Mal gemacht. Irgendjemanden überfallen. Eigentlich kann man froh sein, ja, dass ich diese bösartigen Kreaturen in ihre Schranken gewiesen habe. Normalerweise hätte ich einen Orden verdient für meine Tat. Ein muskulöser Typ. Der Spino kommt. Oh, oh. Der Spino kommt. Oh, oh. Finger zurück. Wohin? Der Spino kommt nicht und zu zwar, mir. Ja, doch zu dir. Geh mit dem Vogel hin und mach ihn tot. Ja, du bist der neueste Scherzkeks hier. Du kannst Stand-Up-Comedian werden. Ja, warum nicht? Es ist nur ein Spino. Der redet ja von Spinis und wird von Ameisen. Ja, aber hier, der geht direkt. Nein, der kann jetzt nicht. Nein. Oh nein, der Gorilla, was hat er vor? Der wird doch nicht, oder? Er läuft gerade wie Terminator auf ihn zu. Der hat die Ruhe weg. Schaut ihn euch an! Er läuft ins Meer, oder? Der hat absolut die Ruhe weg. Der geht hier immer so einen Kreis. Okay. Alles gut. Lass mich hin, ich geh hin. Weil, weißt du, wir sind auf einer Ebene. Das denke ich mir. Er ist sehr intelligent. Na, ihr habt sicher die gleiche Gehirnwellenlänge. Da funktioniert das Telepathie. Oh, ich guck ihn nicht an. Ach, nicht aggressiv. Erinnert so ein bisschen an Metro. Die Viecher, die man nicht angucken durfte. Kennst du die noch? Ja. Und, wie sieht's aus? Er hat genascht und ich geh weg. Alles immer geduckt gehen, weil nicht auf Augenhöhe. Das mögen die nicht. Wie sieht's aus? Was ist jetzt los? Ich höre irgendwas. Ach, das bist du. Mann. Keine Panik. Da kommt irgend so ein Flieger, ist der Akro? Nee. Ja, nicht. Nichts berühren, nichts schlagen. Das ist aber schwierig. Mich nicht zu berühren? Ich glaube, der Film hieß Kongo, oder? Was ist denn der Typ? Manchmal verlieren die Tame-Dinger, aber ich glaube, die haben sie gefixt. Da drüben ist ein Säbelzahntiger. Pass auf meinen Vogel auf, ich sag's dir. Das ist nicht mein Problem, den hast du geparkt. Ich sag's dir. Oh Gott. Auf einmal kam so ein Vieh über mich drüber, weggerannt. Los, hol ihn dir, ich geh auch ran. Oh, der braucht ja ewig, was ist hier los? Ja. Okay, gut. Hab ihn. Ja, ich auch. Wir haben beide so, glaube ich. Das war eine Doppelbeere. Ja, weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Jetzt einfach so langsam mit Drogen gefüttert. Oh, guck mal hier, einfach in meine Hand gelegt. Wow. Wo kommt die her? Das kann man auch übrigens bei mir machen mit 100-Euro-Scheinen. Ich würde mich freuen. Füttert mich mit 100-Euro-Scheinen. Wo denn hin, der Gute? In seine Höhle. Hat er eine Höhle? Weiß es nicht. Easy. Ich muss ganz schnell noch ein paar Beeren holen, dann... Alles ist gut. Erschrecke nicht, ja? Mit deiner groben Gestalt. Streichel ihn, ein bisschen streicheln. Was, ich bin auf Hinternhöhe, ich streichle hier niemanden. Doch, das in kreisförmiger Bewegung den Po streicheln. Das glaube ich nicht. Das beruhigt. Versuch's. Vertrau mir. Bei dir funktioniert es doch auch immer. Hat er eben gerade geschissen? Ja. Direkt vor dich? Ja. Und plötzlich hat er wieder eine Beere in der Hand. Okay, ich habe ihm was gegeben. Perfekt. Oh, das dauert ja ganz schön. Hast du Essen dabei? Ja, natürlich. Ich bin vorbereitet. Was? Pro-Gamer. So kenne ich dich gar nicht. Oh, shut up. Warum kann ich das nicht? Ich kann hier nichts harvesten. Eine Beere. Hat eben gerade jemand mit Kacke in meine Richtung geworfen? Finde ich jetzt aber nicht so nett. Der wirft mit Kacke, glaube ich. Ja? Kann der das? Ja. Echt jetzt? Ja. Er kann dich auch wegschmeißen. Wow. Er kann dich so über Mauern oder so befördern, habe ich gesehen. Wow. Ich muss so einen haben. Das Beste ist, du brauchst keinen Spino. Irgendwas geht da wieder ab mit dem Spino.
Nein, er kommt rüber. Er kommt rüber. Wen peilt er an? Niemand. Oh nein. Nein. Oh nein. Nein. Oh nein. Nein. Oh nein. Das ist nicht der. Oh doch. Oh shit. Drauf. Wir müssen den Spino töten. Nee, 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 nee. Lass gut sein. Aber der Menschenaffe. Ja. Der ist so ja. selten. Jetzt verliert er sein ganzes Tame-Ding. Oh, glaubst du, er welches packt Level ihn? Ist das? Nee, das packt er nicht. Welches fucking Level ist das, Spinny? 18. Oh, ich hab Lags. 18, dann haben wir da. Oh, der Affe ist tot. Ja, der Affe ist tot. Okay, dann weg hier. Oh, mein Vogel. Weg, 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 weg. Der Affe ist tot. Mit. Nimm wohl, Kies. Jetzt hatten wir so einen dämlichen Affen. Jesus Christ. Töte jetzt doch den. Wie soll ich den töten? Ich. Mit deiner Manneskraft. Mein Phallus. Oh, ich hab einen Lag. Ja, du hängst irgendwo. Ja, ich kann. Toll, weißt du, jetzt hatten wir einen. Da ist noch einer! Oh, oh mein Gott! Oh, so viel gesucht letztens und jetzt tauchen die. Oh. Ja, aber er ist hier. Hat sich nicht davon geleckt. In sein Raumschiff. Oh Mann. Also, wenn die Akro sind, soweit ich das gelesen habe. Oh shit. Irgendwas kommt. Irgendwas oh shit. Wem hast du wieder ans Bein gepisst? Ameisen. Ha! Viel Spaß! Ja, es war ja nur eine kleine Bande. Bei mir waren das. Nee, das sind ganz schön. Ameisen sind richtig mies, oder? Es ist das Nervigste überhaupt in diesem Spiel. Absolut Nervigste in diesem Spiel. Ey, jetzt kommen auf einmal Libellen! Was habe ich denen getan? Wie geht's unserem Freund, dem Gorilla? Ich weiß es nicht, ich muss mich hier um die Drecks... Die ganze Tierwelt angezogen. Oh mein Gott, jetzt kommen die Raptoren hier. Was ist denn hier alles los? Oh mein Gott, 40.000 Trilos. Und da drüben ist irgendein krasser Fight. Erstmal hier weg, erstmal hier weg. Wo ist der Gorilla? Weiß irgendjemand, wo der Gorilla ist? Der Vogel darf nicht draufgehen. Hey, ich habe hier ein Ameisenproblem. Schon wieder. Jetzt ganz ruhig bleiben hier. Jetzt ganz. Oh, der Vogel dreht durch hier. Was ist denn? Speedy! Speedy! Shh. Wo ist der Gorilla hin? Wo ist der Gorilla hin? Wo ist denn jetzt dieser blödsinnige Vogel? Ach Gott, ich bin raus. Was ist denn jetzt? Oh, da ist noch der alte Spinny wieder! Oh mein Gott, nein! Nein, 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 nein! Oh nein, hier! Oder hast du auch einen? Achtung, hier sind noch Ameisen! Oh mein Gott. Ja, ich hasse sie. Das sind die Installationsgrund, diese Ameisen. Wo ist unser Vogel? Mit wem kämpft denn jetzt der Vogel? Was macht der denn? Ich habe keine Ahnung. Drück U. Beruhig ihn. Kann ich nicht drücken, weil dann flippt er. Dann bleibt er einfach ruhig und haut ab. Gegen wen kämpft der Idiot? Ich weiß es nicht. Ich glaube, da ist der Gorilla. Wo ist der Gorilla hin? Was, ich töte jetzt einfach alles hier. Aber wie? Ja. Einfach alles wegtöten. Oh nein, oh nein. Die Kröte dreht durch und ein Piranha. Wo ist der Vogel? Wen greift er an? Die Stegos? Ah, oh, was für ein Psycho. Ich weiß es nicht. Ich sehe ja nichts. Ich habe zu viel Dino im Gesicht. Das ist nicht schön. Oh Mann, warum? Warum gerade an diesem Ort? Warum kann es nicht irgendein ruhiger Ort sein? Warum, wenn wir aufnehmen? Wieso greift er die Stegos an? Dem sein Selbstbewusstsein ist ein bisschen too much. Du hast ihn verzogen. Ich habe gesagt, hör auf. Hör auf ihn. Da, keine Musik mehr. Jetzt ist gut. Beruhigen wir uns alle wieder, okay? Okay, okay. Ja, gut. Nee, Musik wieder hier. Oh mein Gott. Nee, ich habe keine. Halt mich da raus aus deiner Musik. Er kämpft noch immer, oder was? Falsch. Jetzt habe ich auch wieder Musik. Ich habe gesagt, halt mich raus. Ich weiß nicht, was der macht. Der ist ein Psychovogel. Wir sollten mal ein Lagerfeuer machen. So. Also, haben wir uns beruhigt, Speedy? Was macht? Schau dir den an! Du hast ihn verdorben. Wieso? So, jetzt kill ich dich. Kümmere dich um den Affen. Ich habe doch keine Ahnung, wo der hin ist. Ach, hier drüben, okay. Da kommt ein Spinny. Der Spinny muss auf jeden Fall weg. Der ist einfach zu nah am Geschehen.
Der Spinny muss weg, ja? Warte, ich muss erst was essen und dann fütter ich ihn ab. Es wird alles gut. Es wird alles. Alles töten. Greife ich mich jetzt ein Dungo an? Nee. Legos haben mir ganz schön was abgezogen hier. Oh, er macht irgendwas. So, noch der ist weg. Also, so. Vogel. Oh, jetzt kommt die Ameisen. Ich. Oh mein Gott, wie ich ausflippen könnte von dem Viechern. Ich habe ihm eine Beere gegeben. Wem, ein Spinner? Nee, dem Affen. Oh, wie niedlich. Der kleine Flieger hier. Oh, so einen hätte ich auch gerne. Du bist schon irgendwie süß. Jetzt noch eine Ameise kommt. Ich spür. Was ist jetzt los? Ich höre Musik. Hör auf, du bringst immer das Tod und Verderben mit dir. Oh, oh nein, da ist ein Säbelzahntiger. Was macht denn der hier unten? Ja, Affe, hör auf. Lass doch das einfach alles gut sein. Hinter dir ist ein Skorpion. Was, echt ist? Wo? Er ist down. Ach, Gott sei Dank. So, bitte lande jetzt. Kannst du den Vogel nicht irgendwo parken? So, ich weiß nicht, was mit dem los ist. Der ist einfach... Der ja, meiner war alle. Auch, ich bin nicht gesund. Glaub mir, der war auch nicht gesund. Wo ist er jetzt hin? Wo ist der Vogel? Keine Ahnung. Ich hab gesagt, er soll... keine Ahnung. Dem kann man einfach nichts anvertrauen. Sich über mich beschweren. Ich bin ja wohl in der Falle, ja? In eine Falle, aus der man nicht so einfach rauskommt. Hier hinten. Wieso ist der hier... Das ist ein... absoluter... Oh, wie niedlich. Guck mal hier, er frisst. Oh, fuck. Da oben ist ein Alpha-Raptor. Ich hoffe, der kommt nicht runter, aber dann sind wir geliefert. Warum ziehst du sowas an? Ich hab doch gar nichts gemacht. Hör auf, den Alpha-Raptor zu füttern. Hör auf. Lass es einfach. Kümmer dich um den blödsinnigen Affen. Er hat keinen Hunger, weil er die ganze Zeit Beeren frisst. Oh, shit! Was? Von hinten kommt ein scheiß Vieh. Ich hasse die Gegend. Wo hast du mich nur wieder hingelotst? Was? Oh, mein Gott. Was ist denn hier? Was ist mit dem Vogel wieder? Oh, mein Gott. Er dreht schon wieder durch. Er dreht schon wieder durch. Wahrscheinlich ne. Ja, Ameisen. Was sonst? Bitte zieh die Ameisen nicht in meine Richtung. Ich habe hier gerade ein sehr liebevolles und friedliches Ver. Nee! Das gibt's nicht! Von hinten kommt eine scheiß Katze! Oh Gott, jetzt bitte, lass mich doch einfach den... Oh nein, da kommt ein Raptor, ein leuchtender Raptor, ja. Nein, okay, da müssen wir abhauen. Da keine Chance. Gut, die Folge war wieder absolut produktiv, toll. Okay, und der Affiner rennt natürlich dahin. Können wir den töten? Haben wir eine Chance gegen den? Wen? Den Raptor? Den Alpha? Nee. Mit einem anderen Dino? Ja, kein Problem, aber... händisch? Ja. Nicht. Vielleicht können wir ihn ignorieren, ausblenden? Ich denke nicht. Er lässt den Affen in Ruhe, oder? Ich meine, der Affe macht hier sein Ding. Guck dir den Affen an, der ist die Ruhe selbst. Aber da kommt noch ein Spino. Kann der Raptor vielleicht auf den Spino gehen? Das wäre nett. Und jetzt tötet er den Affen. Der Affe hat keine Chance, weil der Raptor ist total das Vieh. Der Spino kommt auch noch. Und der Affe ist tot. Da haben wir das Glück und finden zwei dieser Drecksviecher. Aber wir wurden behindert durch extreme Angriffe der Natur. Das organisierte Dino-Verbrechen hat mal wieder zugeschlagen, meine Damen und Herren. Wahnsinn. Brasilianische Ameisengangs mit kleinen Cappies. Das ist aber auch eine Gegend hier, du. Das ist eine schlimme Gegend. Und du wolltest dahin. Ich habe gesagt, lass uns doch da drüben hin. Und du so, nö, keine Sorge. Ich habe meine Kindheit hier erlebt. Kenn mich hier aus. Boah, bist du schwer. Das ist Höchstgeschwindigkeit hier. Warte, ich werf Sachen ab. Oh, man kann kein rohes Fleisch mehr essen? Oder weil ich jetzt gerade bei dir hänge? Ah, weil ich gerade bei dir hänge. Und wir werden leichter, oder? Ich kann mich nicht schneller bewegen jetzt. Ja, weil du wahrscheinlich zu viel Krempel dabei hast. Naja, Krempel würde ich das nicht behaupten. Notwendige Dinge zum Überleben. Notwendige Dinge zum Überleben. Schau mal, wie elegant ich an dir dranhänge. Wie eine kleine Ballerina. Halt die Augen offen. Obwohl hier in der Gegend ja, hier ist noch ein bisschen. Hier ist noch so ein leuchtender Raptor. Oh mein Gott. Das ist die beste Gegend aller Zeiten. Oh, was ist jetzt? Was hast du jetzt weggeworfen?
plötzlich fliegen wir dahin. Keine Ahnung, ich glaube, du hast einfach nur endlich mal den richtigen Gang reingeworfen. Gibt's den eigentlich auch in Albino, den Menschenaffen? Ich glaube nicht. Aber es kommt so ein weißer Gorilla irgendwann. Der sieht gut aus. Im Kongo? Ja. Ja, hier ist sowieso hier Wahnsinn, was hier für Viecher überall sind. Schau dir mal die Langhälse da oben an. Wenn die einmal hohl treten, wird die ganze Gegend abgeholzt. Das gibt's doch nicht. Da finden wir tatsächlich diesen Rex. Ja, es ist halt, weißt du, die YouTube-Aufnahme. War doch klar. Wäre doch zu schön gewesen. Wir machen Aufnahmen und kriegen gleich zwei Affen, die für uns Metall und Holz und Margaritas. Die sammeln nur Fiber, soweit ich weiß, oder? Und Margaritas, glaube ich, können wir herstellen. Margaritas auch? Ja, aber erst ab Level 100. Du kennst die goldene 100. Dann, wenn eben auch der T-Rex Metall durchbeißen kann, dann kann der Affe Margaritas machen mit Schirmchen. Ich habe hinter mir eine Insektenarmee, ich wollte es nur gesagt haben. Das ist eine ganze Gang. Das ist ganz schlecht. Wie gesagt, die Poison und dann regeneriert der fucking Vogel keine... Ja, und dann fallen wir runter wie ein Stein. Ausdauer mehr. Sind tot und verloren und weinen uns mal wieder in den Schlaf. Du was siehst, schrei. Die extra ganz langsam. Die Ameisen sammeln sich. Ich meine, die hören nicht auf. Also es kommen immer mehr dazu, wollte ich nur gesagt haben. Ich sehe keine Ameisen. Hinter uns. So, seh dir die Brontos an, wie die Kanäle. 1, 2, 3, 4. Wahnsinn. Ja Wahnsinn. Das sieht aus wie eine Hydra. Ja, das stimmt. Wow. Aber wie vermehren die sich? So langsam wie die sich bewegen? Es muss intensiv sein. Vielleicht auf der anderen Seite. Da ist, glaube ich, vielleicht weniger los. Mehr Affen. Mehr Affengebiet. Also, wie es hier unten wuselt, Wahnsinn. Hier schwimmt gerade im Wasser oder geht im Wasser ein Flugsaurier. Siehst du den? Der spaziert gerade durchs Wasser. Oh mein Gott. Absoluter Boss. Okay, ich glaube, wir haben hier ein Brontonest geweckt. Ja. Mann, wir hatten zwei... Oh, oder? Was? Oh. Nee, ist keiner. Sorry. Ist ein Schwein. Ich dachte erst, es wäre einer. Naja, wir haben einen gesehen, also... Wir haben einen gesehen, ja. Nicht offiziell, irgendwie als Sieg. Offiziell kann man das als Sieg sehen, ja. Ich meine, die Folge war produktiv. Wir haben Dinge getötet. Ja, du hast einen Vogel auch getötet. Ne? Das war nicht ich, das war eine organisierte Gang von Ameisen. Wahnsinn. Und wahrscheinlich jeder da draußen wird sagen, ja, Kies, mach dir keine Vorwürfe, du hast alles richtig gemacht. Mhm. Da, bei so einem Angriff kann man nichts machen. Oh, fuck, Ja, sammeln sich immer mehr. Ich meine, die anderen sind auch noch da. Ja, mal ein bisschen Gas geben. So, und jetzt wird's dunkel auch noch. Das sehen wir sowieso nichts mehr. Ja, die Show ist vorbei. Die Show ist vorbei. Nun gut, wir starten einen neuen Versuch. Nächste Aufnahme. Ja. Wir müssen landen und abmoderieren. Du brauchst einen Vogel. Ich brauche einen Vogel. Den du wieder töten kannst dann. Genau. Hey, fliegen wir mal kurz nach, fliegen wir nach Hause. Bereiten uns neu vor. Lagebesprechung, ja. Neue Bären braucht das Land. Vielleicht sind dann wieder die Affen. Vielleicht sind die immer dort. Oh, warte mal hier unten. Stopp. What? Halt mal an. Und uns? Ist das einer hier unten? Schwein. In der Dunkelheit sieht man es nicht. Wieder ein Schwein? Hier ist ein Schwein. Also das hier? Das. Ja, okay. Ich habe immer so ein bisschen Dino-Po im Gesicht. Ja, nee. Ist Affe, Schwein ist ziemlich ähnlich, ne? Hat beides die gleiche Statur. Ja. Ich werde gerade benommen. Wie benommen? Ich glaube, man muss doch ein bisschen Fortitude skillen. Oder? Kann das sein? Ich habe nichts, wie gesagt. Ja, diese blöden Ameisen, die machen dich so oder so. Das ist nur Ausdauer dann. Ja, weil ich Hunger habe. Weißt du, ich habe Hunger. Ja, ist was. Geht nicht. Wir müssen mal irgendwo landen. Mamma mia.
Nach hier oben, wo die Hölle los ist, oder wie sieht's aus? Nö, sieht doch ganz gut aus, oder? Ach, hier drüben ist irgendwas mit dem Mammut. Au! Au! Oh. Was zum... Was war das? Ein fliegender Skorpion? Jetzt hört's aber auf. Land mal hier. Warte, hier. Ja, nee, hier. Genau hier. Hier ist schön einsam und abgelegen. Ja, landen. Warum wirfst du mich weg? Ich bin beinahe gestorben jetzt wegen dir. Was? Hat er mich einfach weggeworfen? Ich bin nur gelandet jetzt. Hat er mich weggeworfen? Wie ein... so ein altes Taschentuch. Okay. Neu sammeln und regenerieren. Neue Bären braucht das Land. Ja sicher, hebe ich Steine auf in dem Gebüsch. Okay. Wie wär's mit einem Lagerfeuer? Ich mache eins. Hast du Steine? Was willst du brutzeln? Hast du Fleisch? Ja, du auch, oder? Das ist richtig. Ja. Wir haben ja Ameisenfleisch hier drinnen. Mmh. Naja, Proteine. Hallo. Proteine, stimmt. Sehr viele. Aber irgendwie habe ich keinen Fiber. Hast du Fiber? Hier ist doch überall Gebüsch. Ja, kann man aber nicht ernten. Na sicher. Hier, ich ernte ich permanent. Fiber ohne Ende. Möchtest du ein Lehack? Guck mal hier, ich kann das nicht ernten. Kannst du... Ah, jetzt. Jetzt geht's auf einmal. Ich bin ja völlig woanders. So, was ist denn das hier? Warum zittert der Boden? Okay. Ich habe keine Ahnung. Die Drogen. Kommst du manchmal von hinten und fütterst mich mit irgendwelchen Bären? Ich brauche Flint. Deswegen habe ich immer diese Blackouts. Ja. Das ist meine Methode. So eine halbe Stunde sind wir wieder hier unterwegs. Ja, die Show ist schon wieder gelaufen. Ey, jetzt bekomme ich hier kein Ding oder was? Kein Flint. Oder was? Irgendwo muss hier ein Stein sein, wo man Flint bergen kann. Und nicht nur Metall. Ich brauche kein hochwertiges Zeug. Gib mir den billigen Scheiß. Das gibt's doch nicht. Okay, der hier? Geht der hier? Flint? Yes, ich hab's. Wow. Dank mir werden wir überleben. Dank meinen Überlebenskünsten. Wow. Kinder, ihr lernt hier was. Kann man 1:1 im echten Leben anwenden. Guck dir das an. Wer ist der Mann? Ich bin der Mann. Mhm. Fassen wir mal zusammen. Du hast einen Vogel getötet, den ich mal selber gezähmt hast. Ich hab aber geistig mitgezähmt. Guck mal, wir sind hier oben mit dieser wunderschönen Aussicht. Dank wem? Dank mir. Ich piesel auf die Aussicht. Genieß die Aussicht. Von hier oben piesel ich runter, okay? Du wurst es mir das. So. Jetzt kommen hier die Lagerfeuer-Skills. Wie kann ich denn frieren? Ich friere richtig heftig. Obwohl ich in Flammen stehe. Ich brenne. Und friere. Gut. Wir beenden die Folge. Die geht schon wieder lang genug. Wir sehen uns aber in der nächsten tollen, schwuggelösen Folge. Ark, dem besten Spiel der Welt, mit meinem total coolen Mitstreiter Quantum. Schaut bei ihm vorbei auf seinen tollen Kanal, da gibt's nämlich tolle Sachen. Nicht wahr, Quantum? Was denn? Mach Werbung für dich und du? Nein, das ist... Du grinst so komisch dabei, ich sehe das vor mir. Ich weiß. Ja, eine Bewertung ist bei uns auch beiden gerne gewünscht. Auch bei Quantum darf man gerne auch mal bewerten, oder? Ich meine, hast du kein Problem mit. Nee, das ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Also, bewerten, kommentieren, dranbleiben. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie immer, danke fürs Zusehen und tschüss. Tschüss.